Die zweite Nacht Ausnahmezustand auf den Straßen von Charlotte, North Carolina. Die Polizei setzt Tränengas ein. Doch die Proteste geraten außer Kontrolle. Ein Demonstrant wird angeschossen. Die Wut der Menschen kocht hoch. Sie haben unterschiedliche Versionen gehört, wie es zu den tödlichen Schüssen auf den Afroamerikaner Keith Lamont Scott kam. Wieso rückt der Polizeichef nicht das Tatvideo heraus? Sie töten und schießen, sie erschießen uns. Wo ist das Video? Einer unserer Brüder lag tot auf der Straße. Wo ist das verdammte Video? Die Polizei sagt, Scott sei im Besitz einer Schusswaffe gewesen und habe die Beamten bedroht, als sie sich ihm näherten. Mr. Scott stieg mit einer Handfeuerwaffe aus seinem Wagen, obwohl die Beamten ihn aufforderten, sie wegzulegen. Er drohte den Polizisten. Daraufhin schoss Officer Brantley Vinson und traf ihn. Scotts Schwester bleibt dabei. Ihr Bruder sei unbewaffnet gewesen. Die Polizisten sprangen aus dem Wagen. Sie sagten, Hände hoch, er hat eine Waffe. Peng, peng, peng. Das war's. Aber er hatte keine Waffe. Leute rufen mich an, sagen, dein Bruder hatte eine Waffe. Er hatte keine Waffe. Der Polizist, der den 43-jährigen Schwarzen tötete, trug angeblich keine Kamera am Körper. Scotts Familie behauptet, statt einer Waffe habe Keith ein Buch in der Hand gehalten, als er erschossen wurde. Für beide Behauptungen fehlen bislang Beweise. Die Bürgermeisterin von Charlotte hat die Menschen aufgerufen, Ruhe zu bewahren und eine vollständige Aufklärung des Falls versprochen. Ihr Appell verhallt. Die Menschen auf der Straße haben das Vertrauen in die Polizei verloren.